Und jetzt erreicht das Stadthallenfußballturnier seinen ersten wirklichen Höhepunkt. Austria gegen Rapid. Das ewig junge Derby des Wiener und österreichischen Fußballs hat auch in der Halle seine Zugkraft nicht verfehlt. 10.000 Zuschauer in der Wiener Stadthalle. Die Wiener Stadthalle ist ausverkauft. Das hat auch hier auf dem Vogelweidplatz in Wien Seltenheitswert. Die Austria spielt von rechts nach links in den dunklen Dressen. Rapid von links nach rechts ganz in weiß. Rapid hat Tormann Peter Bartold. Dann sind im Augenblick auf dem Parkett Peter Persidis, dann Happig, Gretscherig, Weiß und Salisch. Bei der Austria ist die erste Garnitur mit Friedel Concilia, mit Baumeister Omaweyer, Daxbacher, Prohaska und Sarah im Einsatz. Obermeier, einer der solidesten Spieler bei Austria Memphis, Prohaska, der Spielgestalter. Ihm fällt in der Halle besonders viel ein. Und er hört stark am Ball. Baumeister! Und das 1:0 für Austria Memphis. Torschütze Ernst Baumeister. Vorarbeit Herbert Prohaska. Weber für Hoffmann, da ist Friedel Concilia. Zeigt, dass er auch mit dem Fuß einiges kann. Eigner. Josef Sara. 2:0. Bregesbauer. Kinast und Concilia. Josef Sara. Das zweite Tor von Josef Sara und das dritte der Austria. 3:0 vor 10.000 begeisterten Zuschauern in der Wiener Stadthalle. Wieder die erste Garnitur der Austria beim Spielstand von 3:0. 4 Minuten und 50 Sekunden vor der Pause. Baumeister! Baumeister! Und 4:0 durch Ernst Baumeister. Sarah. Ja, von solchen Einlagen lebt eben der Hallenfußball. Solche Szenen wollen die Zuschauer sehen. Und nicht zuletzt deshalb ist die Halle heute hier ausverkauft. Prohaska. Daxbacher. Baumeister. Auf der Linie abgewehrt von Lefort. Vor eine Neuerwerbung von Rapid, er spielt ja erst ein halbes Jahr in dieser jungen und kampfkräftigen Mannschaft von Rapid, der es allerdings an der Brillanz fehlt, die die Austria heute hier zeigt. Prohaska. Daxbacher. An die Stange, ans Lattenkreuz. Stürmischer Applaus der Zuschauer hier in der Wiener Stadthalle. Die Nacht der Ballkünstler von Austria Memphis, jetzt Obermeier, hat sich von dem Foul von Reinhard Kinas bereits erholt. Herbert Prohaska. Der letzte Pass von Daxbacher hat nicht geklappt. Da kommt Gretscherig, nein, Weber ist es. Baumeister, Sarah,
Obermeier. Prohaska. Nicht gespielt. Torschütze Baumeister. Fünfeinhalb Minuten in der zweiten Hälfte sind gespielt. Bregesbauer wird schießen. Erstes Tor für Rapid durch Johann Bregesbauer, 5:1. Eigner, Gasselich, Eigner. Und das 6:1 für die Austria durch Eigner. Und Sieger Eigner, 6:1 für Sieger Eigner für Austria. Ja, es steckt schon sehr viel Schusskraft in diesem linken Fuß von Ernst Baumeister, der die Schützenliste in diesem Hallenturnier mit 14 Toren anführt. Robert Zara, Prohaska und Daxbacher. Uneigennützig von Prohaska, aufgelegt für Daxbacher, und das war das 7:1 für die Austria. Ach, starken Pass von Gerber. Prohaska. Salisch hat versucht zu stoßen. Ein Fernschuss von Obermeier. Acht zu eins durch Obermeier. Und Bregesbauer erzielt den ersten Treffer für Rapid aus dem Spiel heraus. Noch 6 Sekunden, 5 Sekunden, 2, 1. Und die Austria hat mit einem Glanzspiel vor allem Vorseitenwechsel. Rapid mit 8:2, 5:0 war der Pausenstand besiegt. Es war wahrscheinlich der Höhepunkt dieses Hallenfußballturniers vor 10.000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle.